Da das mit den Banken, oder besser gesagt ihrer Beseitigung, sicher nicht so einfach ist, hat man in Buckau schon mal vorgesorgt. Am selben Wochenende stieg in der alten Gießerei das Endzeitfestival Booktopia. Denn wenn Staaten und Wirtschaftsgebilde erst einmal zerfallen sind, gibt es nur noch eins, den Kampf ums Überleben. Was nach der Apokalypse übrig bleibt, das gab es bei Booktopia reichlich zu sehen. Und es wird nicht schön sein, unser aller Ende. Der Sensenmann lauert schon. Und die Sanduhr, die letzten Stunden anzeigt, hat er schon dabei. Und wie kann es anders sein? Der Endzeitprediger ist nicht weit. Was hat er uns in den letzten Zügen des Daseins noch zu sagen? Alles über das Ende. Ich werde über das Ende der Zeit sprechen. Es ist ja, das Ende ist ja nah. Wir sehen das ja. Fukushima, Hiroshima, überall Shima. Shima nicht weg, sondern Shima ran. Das Ende ist da. Und wir wissen das. Wir werden aber mittlerweile, es ist nicht so groß, wie wir gehofft haben. Wir haben gedacht, eine große Apokalypse mit apokalyptischen Reitern. Aber die haben ihre Pferde verkauft. Es gibt nur Pferdewurst, kaum noch Senf dabei. Und die ganzen Ratingagenturen schätzen uns stattdessen ein. Wir werden also nicht beim jüngsten Gericht für zu leicht oder für zu schwer empfunden. Nee, die Ratingagenturen kommen hier und sagen, wir empfinden euch zu leicht und zu schwer. Keine apokalyptischen Reiter, sondern Menschen im Anzug, die dastehen und sagen, na hallo, wie werden wir denn eingeschätzt? AA, BB und am Ende ist ZZZ. Und ZZZ ist dann Schluss, Ende, aus. Oder wie der Grieche sagt, vom Alpha zum Omega, also Omega, Omega, Omega. Es ist dann vorbei. Aus, Ende, Sabbat, Apokalypse, Ragnarök. Armageddon. So viele Namen für ein und dasselbe. Ende. Es scheint auch Hoffnung zu geben. Das Neueste, was ich höre, Hoffnung soll ich vorbei. Es gibt ja Hoffnung. Bei all dem Ende der Welt gibt es eine Hoffnung. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Wir müssen nicht in der Hölle leiden. Wir werden nicht irgendwo schwer gefoltert. Uns werden keine Schmerzen zugefügt. Nein, es ist vorbei. Aus, Ende. Und das soll Hoffnung sein. Das ist diese Hoffnung, die wir haben. Dass wenigstens dann alles gut wird. Man sagt sich, alles schön. Alles gut, alles bestens, aber leider vorbei, was ein bisschen schade ist. Aber es kann ja auch wieder gut sein. Vorbei sein ist immer was Schönes. Ende ist immer auch was Positives. Ende heißt ja auch wieder Anfang. Es gibt ja Neuanfang. Es gab ja schon mal, die Dinosaurier waren ja auch jahrelang auf der Erde. Und irgendwann hatten auch die Dinosaurier ihre Ratingagenturen, die hießen damals Säugetiere, und wupp, war der Saurier ausgestorben. Und so wird es uns auch gehen. Am Ende bleibt nur der Mann von der Agentur, und der steht da ganz stur, schaut um und sagt, ja, Pech gehabt, aus. Und am Ende sind wir vielleicht alle irgendwie Ratingagenturen. Oder auch nicht. Oder so.